Wir rollen auf Schienen um den Leipziger Auensee. Dampfeisenbahn ist Fahrspaß pur. Die 03 Lilliput mit 15 Zoll Spurbreite steuert heute Daniel. Seines Zeichens Lokführer und Heizer in einer Person. Nun, wo er dermaßen relaxed über den Tender blickt, hat er bereits 3 Stunden Arbeit hinter sich. Jetzt beginnt unsere kleine Geschichte. Jetzt, wo es noch still rund um Bahnhof und Lokschuppen ist. Jetzt, wo es Kaffee nur auf dem kleinen Pausentisch neben dem Kohlebunker gibt. Vom Vortage mit einem Hauch Asche belegt, steht sie da. Die Wärme ihres Kessels kann man noch spüren. Es riecht angenehm nach Öl. An der Wand hängt eine Auswahl der Werkzeuge, die in der nächsten Stunde zum Einsatz kommen werden. Und nun sehen wir wieder den Daniel, diesmal in rauer Arbeitskluft. Aus der Feuerung müssen zunächst die unverbrannten Reste von Steinkohlenkoks sowie die Schlacke entfernt werden. Die lange Feuerungsschaufel reicht bis zum Ende des Brennraumes und erfasst die großen Stücke. Später, zum feinen Ausputzen, sorgt eine Handlampe für gute Sicht. Nach dem Durchkratzen der Asche bleiben in der Feuerung nur noch ein paar Stücke Koks zurück. Der Feuerrost ist frei. Was jetzt kommt, kennt ihr bestimmt vom Grill her oder vom Kaminfeuer. Daniel legt gleich an mehreren Stellen auf dem Rost kleine Feuer aus. Das macht Sinn, weil so das Holz beim Zünden weniger Ruß entwickelt und schnell zu heißer Flamme kommt. Die Wärme ist zunächst notwendig für den Zug im Abgasrohr, später, wenn das Holzfeuer Glut bildet, reicht dessen Temperatur zum Entzünden des Steinkohlenkoks. Hinter den Flammen sehen wir einen Teil der insgesamt 52 Siederohre des Kessels. Dort findet der größte Teil der Wärmeübertragung auf das Wasser statt. Je sauberer deren Oberfläche beim Heizen bleibt, desto besser ist der Wirkungsgrad des Kessels. Deshalb achtet ein guter Heizer darauf, so wenig als möglich dicken Rauch zu fabrizieren. Dani macht Feuer im großen Badeofen. Für jedes Anheizen wird so eine Kiste voll trockenes, schmal geschnittenes Holz benötigt. Koksreste aus der Feuerung mischt man dem frischen Koks zu. Die Reste haben noch genug Energie, sind aber weniger zündfreudig. Auch eine Lilliput kann sich keine Verschwendung leisten. Nun, während das Holzfeuer knistert, kann sich Daniel mit dem Säubern des Aschekasten befassen. Da kommt der ausgebrannte Rest eines vorigen Fahrtages zum Vorschein. Auch diese Arbeit ist Voraussetzung für den späteren Fahrspaß. Das Gute dabei ist, dass die Koksasche weniger staubt als die wir von Braunkohle kennen. Dafür ist sie jedoch deutlich schwerer.
So sieht das aus. Ebenfalls wichtig für den Fahrbetrieb ist dieser Bremswagen. Von außen seht ihr nur Bremsleitungen und Steckdosen für die Beleuchtung. Das passt. Im Inneren befindet sich ein leistungsstarker Akkublock und eine elektrische Steuerung. Schönen großen Hauptschalter. Den Kompressor treibt dieser 24-Volt-Motor über Keilriemen an. Ein Gebläse sorgt für die notwendige Kühlung. Die komprimierte Luft speichert dieser rote Druckluftbehälter. Täglich werden die Batterien geladen und geprüft, Kondenswasser wird abgeblasen und der Ölstand am Kompressor geprüft. Während der Kessel allmählich auf Temperatur kommt, geht es an das Abölen der Lokomotive. Mit der Kurbel wird die Schmierpresse durchgedreht. In ihrem Vorratsbehälter befindet sich Heißdampföl, welches durch Rohrleitungen zu den Schmierstellen gepresst wird. So, dass es sozusagen vorgeschmiert bis zur Ölpresse. Dann gucken wir nach dem Kontrollschrauben, wenn es angekommen ist. Bis die Leitungen voll sind, dauert eine Weile. Weiter kurbeln. So, da kommt das dann hier vorne aus dem Ölspanner. Das Austreten des Öls an diesen Kontrollschrauben zeigt, dass die Leitung gefüllt ist. Muss ja gegen den Druck arbeiten, der am Zylinder und Schieber herrscht. Und wenn jetzt Dampf rauskommen würde, dann könnte es sein, dass die kaputt ist. Dann müssen wir sie wechseln. Das ist richtig, die eine müssen wir noch. Alle diese fährt schon. Nebenbei will auch das Feuerloch versorgt werden. Jetzt muss noch der Regler mit Heißdampföl geschmiert werden. Die Ölleitung führt also zum Dampfdom, wo sich die zugehörige Kontrollschraube befindet. Okay, da können wir das auch nochmal prüfen. Das Öl kommt an. Jawohl. Die Leitung ist voll. Zum Ende dieser Arbeit werden die Vorratsbehälter am Regler und an der Schmierpumpe mit Heißdampföl aufgefüllt. Neben Wasser, Öl und Koks gibt es auch Sand auf der Lilliput. Sand auf das Gleis gestreut, erleichtert das Anfahren sowie das Bremsen, besonders dann, wenn die Gleise feucht sind oder Laub darauf liegt. Mittlerweile ist unser Koksfeuer recht kräftig bei Flamme. Da sieht man die Rohre schön.
gibt's gleich mal eine Ladung gebrauchten Koks aus der Karre obendrauf. Ja. Kannst du machen. Ja, wir können ja dann mal abwählen. Das machen wir dann draußen am besten. Bei solch schönem Wetter wie eben ist das eine gute Idee.